Hallo und herzlich willkommen hier bei Saddleback Berlin bei unserem Online-Gottesdienst. Mein Name ist Toni und ich bin der Pastor hier und ich freue mich sehr darüber, dass ihr heute bei uns seid. Wenn ihr zum ersten Mal da seid, dann füllt doch gerne eine Online-Kontaktkarte bei uns auf der Webseite aus, auf saddleback.berlin. Wir würden uns freuen, von euch zu hören. Wir würden uns freuen zu hören, wie wir für euch beten können und wie wir euch in eurem Glaubensweg unterstützen können. Heute starten wir eine neue Predigtreihe und diese Predigtreihe heißt Besser. In dieser Predigtreihe geht es darum, dass wir in einer Welt leben, in der sehr oft Perfektion von uns erwartet wird oder wir selber Perfektion von uns erwarten. Wir wollen der perfekte Ehepartner sein, der perfekte Vater oder die perfekte Mutter. Wir wollen der perfekte Leiter sein und so weiter. Aber Perfektion ist etwas, was nur wenige von uns auf dieser Welt überhaupt erreichen können. Stattdessen sollte es darum gehen, dass wir besser werden. Dass wir ein besserer Ehemann, eine bessere Ehefrau zu werden, ein besserer Mutter oder Vater zu werden, ein besserer Leiter zu werden oder was immer es ist. Dass es darum geht, weiterzugehen, besser zu werden und hier einfach diese positiven Veränderungen mitzunehmen und zu durchleben. Darum soll es heute gehen, wenn Pastor Andy über eine bessere Vision für dieses Jahr spricht. Und ich weiß, dass diese Predigt heute euch richtig ermutigen wird. Bevor wir aber zu dieser Predigt kommen, werden wir natürlich gemeinsam Lobpreis feiern. Und wir werden von Saddleback Worship aus Kalifornien hören. Und da möchte ich euch gerne einladen, einfach mitzusingen, aufzustehen, das zu machen, was ihr gerne macht, wenn ihr Lobpreis feiert. Bevor wir das tun, lasst mich beten. Herr, wir danken dir so sehr dafür, dass Sonntag ist, dass wir zusammenkommen können, nicht nur persönlich vor Ort, sondern auch hier online und dass wir dich anbeten können, dass wir aus deinem Wort hören können. Wir beten, dass du unsere Gedanken, unsere Gedanken öffnest, unsere Herzen öffnest für das, was du heute für uns parat hast. Herr, wir danken dir dafür, dass wir in deinem Namen zusammenkommen, dass deine Präsenz, deine Gegenwart überall spürbar ist. Und wir laden deinen Geist ein, jetzt bei uns zu sein. In deinem Namen, Jesus, beten wir. Amen. Amen. Lasst uns gemeinsam Lobpreis feiern. Jesus this morning. This is my testimony from death to life. 'Cause grace rewrote my story. I testify by Jesus Christ the righteous. I'm justified. This is my testimony. This is my testimony. Satan fall like lightning. I saw darkness run for cover. But the miracle that I just can't get over, my name is registered in heaven. Yeah, I believe in signs and wonders. Yeah, I have resurrection power. Still the miracle that I just can't get over. My name is registered in heaven. My praise belongs to you forever. Yeah. Hey. This is my testimony from death to life. 'Cause grace rewrote my story. I testify by Jesus Christ the righteous. Sons and daughters, bought with blood and washed in water.
sing the praises of the Spirit, Son and Father. Our God will finish what He started. Our God will finish what He started. Rewrote my story. I'll testify by Jesus Christ the righteous. I'll testify. This is my testimony. This is my testimony. This is my testimony.
forward to what he has in store for us this year. Let's sing. You are good and all things perfect. Oh, I can trust your promise. I've never seen you turn away. You have loved me undeserving. Oh, I have seen your mercy. Follow me all my days. Oh, it doesn't make sense how your love is so good. You call me your friend and I thought I was too far gone. Now I know you're never gonna let me go. You are good. You can only be good. You can't be anything else. You can't be anything else. Oh. You can't be anything else, my love. Hindsight's all. Shutting doors before me. Now I see all the good you've done. When it doesn't make sense and the future's unsure, I look in my past and I see you there all along. So I know you're never gonna let me go. You are good. You can only to save.
and you keep hope alive. You keep hope alive from the beginning to end. Your word never fails, and you keep hope alive because you are alive. Jesus, you are alive. Ein gutes neues Jahr euch allen, an allen Standorten und auch online. Wir freuen uns sehr, dass ihr dabei seid. Ich liebe dieses Wochenende in der Gemeinde, unter anderem, weil es neben diesen Januarwochenenden keine andere Zeit im Jahr gibt, an der man Veränderungen mehr für möglich hält als jetzt. Stimmt's? Um diese Zeit glaubst du, dass du deine Ziele erreichen kannst, dass du abnehmen wirst, dass du schuldenfrei wirst, dass deine Ehe besser wird, dass deine Kinder dieses Jahr sich perfekt verhalten werden. Es wird ein wunderbares Jahr. Es wird ein unglaubliches Jahr in der Saddleback Church. Glaubt ihr das? Wir beginnen heute eine neue Predigtreihe. Sie heißt Besser. Können wir das zusammen sagen? Besser? Es wird ein besseres Jahr. Es wird ein besseres Jahr als das letzte. Gott möchte wunderbare Dinge in uns tun, wenn wir heute hier zusammen sind. Zu Beginn dieser Reihe, die auf meiner persönlichen Reise der letzten 5 bis 7 Jahre beruht und insbesondere auf einen Podcast, den ich vor 5 Jahren gehört habe, in dem ein Mitarbeiter der Fastfood-Kette Chick-fil-A eine Geschichte erzählte. Mögt ihr auch Chick-fil-A? Ich frage nur aus Neugierde. Wenn ja, dann solltet ihr diesen Monat keine Hähnchen-Sandwich-Kartons in der Hand halten. Das ist nicht der richtige Monat für Hähnchen-Sandwiches, wenn ihr abnehmen wollt. Dort gibt es aber auch ausgezeichnete frische Salate. Da war also dieser Mitarbeiter von Chick-fil-A, einer der VIPs, und erzählte diese Geschichte. Er erzählte, wie sie in einem Meeting mit einem der Gründer von Chick-fil-A, als alle um einen Tisch herum saßen, die Zukunft planten, über neue Filialen und Standorte nachdachten. Die Jüngeren am Tisch sagten, dass sie unbedingt mehr Filialen bräuchten.
Sie standen in Konkurrenz zu einer anderen Fastfood-Kette. Ihren Namen nenne ich jetzt nicht, aber sie standen in Konkurrenz. Sie bemühten sich, schneller neue Filialen zu eröffnen als der andere Hähnchenladen. Deshalb sagten sie, wir brauchen mehr Filialen, wir brauchen mehr Standorte. Und Jewett Cathy, der Gründer von Chick-fil-A, schlug auf den Tisch. Er sah die jungen Vorstandsmitglieder an, die verlangten, größer zu werden. Wir müssen größer werden. Und Jewett Cathy sah sie an und sagte, ich möchte aus eurem Mund nie wieder das Wort größer hören. Hört auf, davon zu reden, größer zu werden. Ich will, dass ihr anfängt, darüber zu reden, besser zu werden. Denn wenn wir besser werden, dann verlangen unsere Kunden, dass wir größer werden. Und dann nannte er einen wichtigen Punkt. Wir haben so oft ein Bild im Kopf, ganz besonders zu Beginn eines Jahres, wie das perfekte, das beste Jahr aussehen sollte. Und oft hindert uns unsere Vorstellung davon, wie ein perfektes Leben aussieht, in das einzutreten, was Gott für uns vorbereitet hat. Diese Reihe ist also von diesem Podcast inspiriert. Jeff Henderson, einer meiner Mentoren, hat darüber gepredigt und ich fand das sehr hilfreich. Aber für mich persönlich kommt die Idee, ein besseres Leben zu führen oder ein besseres Jahr zu erleben, von Philipper 3, Verse 12 bis 14. Und ich möchte euch die paar Verse vorlesen. Der Apostel Paulus schreibt hier, und diese Verse sind die Grundlage dieser Reihe. Er schreibt aus seiner Gefängniszelle. Er spricht über seinen Glauben an Jesus und er fordert die Gemeinde in Philippi heraus, ihren Glauben genauso mutig zu leben. Er sagt über sich selbst, dabei ist mir klar, dass ich dies alles noch lange nicht erreicht habe und ich noch nicht am Ziel bin. Doch ich setze alles daran, es zu ergreifen, weil ich von Jesus Christus ergriffen bin. Wenn ihr euch Notizen macht, dann unterstreicht euch, ich setze alles daran. Paulus benutzt hier das Bild eines Läufers, der auf die Ziellinie zuläuft. Und er schreibt über sein eigenes Leben und sagt, ich habe in der Vergangenheit viel erreicht, mein Dienst war fruchtbar. Aber ich konzentriere mich nicht darauf, ich setze alles daran zu erreichen, was Gott für mich vorbereitet hat. Ich laufe weiter, um das zu ergreifen, wozu Jesus mich ergriffen hat. Liebe Brüder und Schwestern, ich weiß genau, noch bin ich nicht am Ziel angekommen, aber eins steht fest. Ich will vergessen, was hinter mir liegt und schaue nur noch auf das Ziel vor mir. Ich frage mich, ob es bei manchen von euch Dinge im letzten Jahr gab, die ihr gerne einfach vergessen würdet oder einfach sie im letzten Jahr zurücklassen könntet. Und Paulus sagt, ich vergesse alles, was hinter mir liegt, und ich strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Mit aller Kraft laufe ich darauf zu, um den Siegespreis zu gewinnen, das Leben in Gottes Herrlichkeit, denn dazu hat uns Gott durch Jesus Christus berufen. Wenn es jemand gibt, der zufrieden mit dem Erreichten sein könnte, dann ist es der Apostel Paulus. Wenn jemand zufrieden mit dem Wachstum in seinem Leben sein kann, dann ist es der Mann, der diesen Brief geschrieben hat. Aber er sagt, dass er weiß, dass Gott noch mehr für ihn hat und dass er dem nachjagt und darauf zuläuft. Ich möchte das Leben führen, das Gott von mir will, ein besseres Leben. Ich möchte diese Reihe und das Konzept besser durch den Unterschied zwischen dem besten Jahr überhaupt und einem besseren Jahr definieren. Vielleicht habt ihr Artikel gelesen, Talkrunden oder Blogs gesehen zum Thema das beste Jahr. Der Unterschied zwischen am besten und besser hilft uns, eine andere Perspektive zu verstehen. Nun achtet auf die folgenden Punkte, die ihr euch aufschreiben könnt. Der erste Punkt ist, am besten bedeutet Perfektion. Ein perfektes Leben, ein perfekter Charakter, ein perfekter Körper. Aber besser bedeutet Fortschritt. Es geht also darum zu fragen, welche Fortschritte ich in diesem neuen Jahr machen kann. Das Buch Das Gap und Gain-Konzept war für mich dabei sehr hilfreich, ein großartiges Buch. Der Autor Dan Sullivan schreibt über die Idee, dass wenn du dein Leben von deinem jetzigen Punkt aus betrachtest, dass es da eine idealisierte Version deiner Zukunft gibt. Da ist deine Vorstellung, was für ein Ehepartner du sein möchtest, was für ein Mitarbeiter, was für ein Chef, eine idealisierte Version. Und zwischen dem Punkt, an dem du gerade stehst, und dem, wo du morgen sein willst, gibt es eine Kluft. Aber wenn du zurückblickst von dem Punkt, an dem du gerade stehst, siehst du, was du unterwegs gewonnen hast. Wer von euch würde sagen, dass er heute anders ist als vor 5 Jahren? Ich bin gewachsen, ich habe mich verändert, ich bin ein anderer Mensch. Und oft
wenn wir in die Zukunft blicken, entmutigt uns diese Kluft zwischen Realität und Wunschvorstellung. Demgegenüber steht aber das Wachstum, das du in der Vergangenheit erreicht hast, was Gott in deinem Leben schon bewirkt hat. Das Beste verlangt von dir, perfekt zu sein. Du musst weiter an diesem undefinierbaren Ziel nachjagen, das du nicht erreichen kannst. Besser fordert dich auf, dich auf Zugewinn zu konzentrieren. Dazu komme ich gleich und ich sage noch mehr zu Kluft und Gewinn. Beim Besten geht es um Perfektion. Bei Besser geht es um Fortschritt. Vor etwa 7 Jahren habe ich eine Trainerin engagiert. Eigentlich zusammen mit Pastor David, der jetzt hier mitarbeitet. Er und seine Frau Kendall sind mit uns nach Orange County umgezogen, als wir nach Saddleback kamen. Er und ich haben also diese Trainerin zusammen engagiert. Sie war topfit, sie war 15 Jahre älter als wir und sie sagte immer, ihr Jungspunde, ihr könnt nicht mit mir mithalten. Wir gingen also mit ihr zum Training. Sie sagte etwas so Tiefgründiges, dass mein Herz und mein Verstand zutiefst berührte. Sie sagte, setzt euch das Ziel, jedes Jahr körperlich Fortschritte zu machen und ein bisschen besser zu werden. In dem Jahr, in dem wir mit ihr trainierten, übernahm ich diese Einstellung. In dem Jahr trainierte ich etwa an 150 Tagen, also etwa an jedem zweiten Tag. Und ich nahm mir vor, okay, nächstes Jahr werde ich an 175 Tagen trainieren. Im nächsten Jahr waren es 200 und im Jahr darauf 250, dann 275 und dann 2020, weil es sonst noch nichts zu tun gab, schaffte ich 300 Tage. Und dann ging es wieder abwärts. 275, 250. Ich will dieses Jahr wieder in die andere Richtung gehen. Aber was sie gesagt hatte, war so kraftvoll und tiefgründig. Sie sagte, ihr seid so oft entmutigt, weil ihr euch darauf konzentriert, vollkommen zu sein. Deshalb macht ihr keine Fortschritte und seht keinen Gewinn. Also das ist der Unterschied zwischen am besten und besser, Teil 1. Teil 2 ist am besten entmutigt. Es lässt das Gefühl zurück, nie genug zu sein. Ich werde meine Ziele nie erreichen. Aber besser ist inspirierend. Wenn du eine Version deiner selbst siehst, die du mit Gottes Hilfe erreichen kannst, inspiriert dich das. Es motiviert dich, vorwärts zu gehen. Ich liebe dieses Zitat von James Victory. Er hilft Menschen dabei, in der Kunst oder dem Schreiben besser zu werden. Er sagt, Obsession mit dem Ergebnis raubt uns die Zufriedenheit und weckt den Wunsch nach immer mehr. Außerdem lenkt sie von dem Fortschritt ab, der die Ergebnisse überhaupt erst ermöglicht hat. Er sagt also, dass wir manchmal zu sehr auf Vollkommenheit fixiert sind, zu sehr darauf, was sein könnte, dass wir die Realität aus den Augen verlieren und nicht mehr sehen, dass es ein Prozess ist, Fortschritte zu machen. Das Beste ist entmutigend, besser ist inspirierend. Der nächste Punkt ist, das Beste ist für wenige, besser ist für jeden. Das Beste ist nur für die Besten der Welt. Meine Kinder sind fasziniert von den jeweils Weltbesten in den verschiedenen Sportarten. Das macht Spaß. Wer ist der Beste im Football? Tom Brady. Das würde jeder auf dem Campus Lake Forest sagen. Und wer ist der Beste im Basketball? Nun, das kommt auf dein Alter an. Wenn du so alt bist wie ich, sagst du vielleicht Michael Jordan. Wenn du so alt wie meine Kinder bist, sagst du vielleicht James LeBron. Und wie ist es im Fußball? Ihr Argentinier. Wer ist der Größte aller Zeiten? Messi. Sogar hier in Lake Forest sagen sie Messi. Ich weiß nicht. Ich bin sicher, dass sie im Berliner Campus nicht zustimmen würden. Aber da gibt es diese Idee des GOAT. Den Besten aller Zeiten. Und dann benennen wir den GOAT. Als ob es nur einen geben könnte. Und wenn es darum geht, wer der Beste ist, kann man sich sehr lange darüber streiten. Und es kann nur einen Besten geben. Aber wenn es darum geht, Fortschritte zu machen, besser zu werden, dann geht es nicht darum, der Beste zu sein. Besser zu werden heißt, der zu werden, als der dich Gott geschaffen hat. Der Beste entmutigt dich. Es ist nur für wenige, aber besser ist für alle. Und schließlich, das Beste ist nur selten erreichbar. Besser ist immer machbar. Das Beste ist selten erreichbar, aber besser ist immer machbar. Ungefähr so wie beim Podcast Doable Discipleship der Saddleback Church. Deswegen sprechen wir von einer Reise der Nachfolge Jesu, die wir so machbar wie möglich machen wollen. Egal, wo du gerade auf deiner geistlichen Reise stehst, ob du zum ersten Mal in einer Kirche bist oder eine Predigt hörst oder schon lange Jesu nachfolgst,
Wir versuchen, die Lehren der Bibel, die Lehre Jesu, machbar zu vermitteln. Also besser, eine Einstellung zu haben, die uns hilft, uns auf die machbaren Dinge auf unserer geistlichen Reise in unserer Beziehung bezüglich unserer Finanzen zu konzentrieren und zu fragen, welche Fortschritte ich dieses Jahr erzielen kann. Paulus schreibt in Philipper 1, Vers 12, ihr sollt wissen, meine Geschwister, dass alles, was mir hier zugestoßen ist, mir geholfen hat. Paulus schreibt aus dem Gefängnis an eine Gemeinde und möchte, dass sie verstehen, dass sein momentanes Leiden von Gott für Fortschritt gebraucht wird. Er schreibt, ihr sollt wissen, meine Geschwister, dass alles, was mir hier zugestoßen ist, die Verbreitung des Evangeliums gefördert hat. Denn hier weiß jeder, dass ich meine Fesseln für Christus trage, sogar die Soldaten der Palastwache. Und die meisten der Brüder hier haben durch meine Gefangenschaft im Vertrauen auf den Herrn Mut gefasst und wagen es, das Wort Gottes ohne Furcht weiterzusagen. Ich möchte, dass du Folgendes hörst. Egal, wo du auf deiner geistlichen Reise bist, egal, in welcher Lebensphase du dich befindest, egal, welche Herausforderungen oder Möglichkeiten vor dir liegen, besser ist dieses Jahr für dich möglich. Es ist möglich, dass deine Ehe dieses Jahr besser wird, wenn du verheiratet bist. Es ist möglich, dass deine Erziehung dieses Jahr besser wird, wenn du Kinder hast. Es ist möglich, dass du dieses Jahr besser in Beziehungen wirst mit deinen Mitbewohnern bei der Arbeit. Besser ist für jeden Einzelnen möglich. Es ist nur eine Frage der Perspektive. Mit dieser Reihe möchten wir aufzeigen, wie es aussehen kann, besser zu sein und besser zu werden. Wenn ihr aufschreiben wollt, was in dieser Reihe auf euch zukommt, gebe ich euch jetzt einen Überblick. Wir wollen heute zu Beginn über eine bessere Vision sprechen. Was bedeutet es, mehr Klarheit über die Zukunft zu haben, die Gott für dich vorbereitet hat? Und nächste Woche sprechen wir über bessere Gewohnheiten. Wir werden über Gewohnheiten sprechen, die Wachstum im Leben fördern. Wie können wir solche Gewohnheiten auf den Gebieten einüben, von denen wir wissen, dass wir Wachstum brauchen? Und in der dritten Woche sprechen wir über eine bessere Einstellung, über unsere Art zu denken. Unsere Einstellung beeinflusst unser Fortschritt. Und in der vierten Woche sprechen wir über unsere Prioritäten, bessere Prioritäten und wie wir sicherstellen können, dass wir uns auf die wichtigsten Dinge fokussieren. Und dann in der fünften und letzten Woche sprechen wir über bessere Entscheidungen und wie man bessere Entscheidungen trifft. Darum geht es in dieser Reihe. Heute möchte ich mit der besseren Vision anfangen, weil ich glaube, dass alles, unsere Ziele, unsere Gewohnheiten, unsere Einstellung, die Gebiete, auf denen wir wachsen wollen, aus einer besseren Vision für unser Leben entspringt. Wir wollen uns dabei auf die folgenden Verse konzentrieren und sehen, was uns Paulus für uns als Gemeinde, aber auch für jeden Einzelnen zu sagen hat, das uns hilft, eine bessere Vision zu entwickeln. In Philipper 3, Vers 7 sagt Paulus, aber seit ich Christus kenne, ist für mich alles wertlos, was ich früher für so wichtig gehalten habe. Denn das ist mir klar geworden, gegenüber dem unvergleichlichen Gewinn, dass Jesus Christus mein Herr ist, hat alles andere seinen Wert verloren. Um seinetwillen habe ich das alles hinter mir gelassen. Es ist für mich nur noch Dreck, wenn ich bloß Christus habe. Denk mal kurz über seine missliche Situation, seine Umstände nach. Er schreibt einen Brief an eine Gemeinde aus dem Gefängnis und sagt, nichts in meinem Leben ist wichtiger als Gott zu kennen. Nichts im Leben ist bedeutsamer als die Fülle dessen zu erleben, was Gott für mich hat. Ich will Christus kennen. Ich will ihn sogar durch Leiden verstehen. Ich bin bereit, Bedrängnis zu ertragen, um Gott besser kennenzulernen. Er hilft der Gemeinde, seine Motivation im Leben zu verstehen. Er hilft also der Gemeinde, seine Motivation im Leben zu verstehen. Seine wichtigste Vision für sein Leben ist es, Gott kennenzulernen und Gott bekannt zu machen. Es gibt nichts Wichtigeres, weder zufriedenstellende Umstände noch berufliches Fortkommen. Nichts ist wichtiger für Paulus als seine Beziehung zu Gott, Gott zu kennen und Gott bekannt zu machen. Und für uns gilt, um in diese größere, klarere, bessere Vision für das neue Jahr einzutreten, müssen wir zunächst verstehen, welches Warum hinter unserer oberflächlichen Motivation steht und auf die Zukunft nicht so sehr durch die Brille zu schauen, was wir denken, was ich möchte, sondern danach fragen, was wirklich hinter dieser Sehnsucht steht. Letztes Jahr habe ich mich bei der App Noom angemeldet. Hat jemand schon Noom ausprobiert?
Ich frage nur aus Neugier. Okay, wir fühlen mit. Man sagt, dass 45 Millionen Menschen Noom ausprobiert haben. 78% von ihnen haben seither Gewicht verloren. Und ich bin einer von den 22%. Aber eigentlich ist es ein gutes Programm. Dabei gibt es ein faszinierendes Konzept. Sie ermutigen dich, wenn du mit Noom anfängst, schreib dir dein Ziel auf. Und zwar nach dem Akronym SMART. Das steht für spezifisch, messbar, erreichbar, realistisch und zeitlich und begrenzt. In dieser Predigt geht es nicht um Ziele, aber das finde ich interessant. Und wenn du dein Ziel aufgeschrieben hast, sagen sie, du musst verstehen, was das größere Ziel dahinter ist. Warum möchtest du abnehmen? Warum willst du besser aussehen? Was bringt dich dazu, dir dieses Ziel zu setzen? Du musst dich der Frage stellen, was ist dein Warum? Und dann schreibst du auf, warum will ich gesünder sein? Nun, ich möchte mehr Energie für meine Arbeit, ich möchte bessere Beziehungen. Sie gehen mit dir in die Tiefe und am Ende fordert die App dich auf, dein ultimatives Warum, wie sie es nennen, aufzuschreiben. Warum willst du eigentlich dieses Ziel erreichen? Und ich möchte, dass wir bei Paulus sehen, dass ihm sein Warum so klar ist. Er fokussiert sich so sehr darauf, warum er auf der Erde ist. Und er versteht, dass es im Leben nichts gibt, das wichtiger ist, als Jesus zu kennen und Jesus bekannt zu machen. Sogar, dass ich dafür im Gefängnis lande und geschlagen werde und noch denjenigen die gute Nachricht von Jesus bringe, die mich schlagen. Ich werde die gute Nachricht verbreiten und das nenne ich Fortschritt, wenn Menschen durch mein Leiden den Namen Jesus verstehen. Das ist sein grundlegendes Warum. Die Frage ist also, wenn du deine Ziele aufschreibst und dich fragst, auf welchem Gebiet muss ich dieses Jahr besser werden? Die Frage, die du dir stellen musst, heißt also, warum ist mir das wichtig? Wenn du Schulden abbezahlen möchtest, warum ist dir das wichtig? Wenn du ein besserer Vater sein willst, warum ist dir das wichtig? Wenn du beruflich aufsteigen möchtest, warum ist dir das wichtig? Wenn wir unserer Motivation auf den Grund gehen, bekommen wir eine klarere Vision. Es inspiriert uns. Es gibt uns die Kraft, für das kommende Jahr uns wirklich durchzukämpfen, wenn wir wissen, warum es uns wichtig ist. Man kann auch noch ganz anders über all das nachdenken, und zwar aus dem Blickwinkel Sein, Haben und Tun. Wenn wir unsere Ziele für das neue Jahr aufschreiben, konzentrieren wir uns oft auf die Dinge, die wir haben möchten und Dinge, die wir tun möchten. Einige von euch haben sicher eine Liste der Dinge, die sie erreichen möchten. Ich habe euch an Heiligabend erzählt, dass ich zu meinem 30. Geburtstag einen Fallschirmsprung aus einem Flugzeug bekommen habe. Meine Frau hat mir das zum Geburtstag geschenkt. Ihre To-Do-Liste wurde meine. Ziele entstehen oft aus dem, was wir haben oder tun wollen, aber es gibt ein tieferes Warum bei der Frage, wer wir werden. Was für ein Mensch will ich werden? Und Paulus versteht dieses tiefere Warum. Und ich gebe euch diese Frage mit, damit ihr darüber nachdenken könnt und Gott die Gelegenheit geben könnt, zu euch über das zugrunde liegende Warum eurer Vision für das neue Jahr zu sprechen. Hört zu, wie er seine Gedanken fortsetzt. Dabei ist mir klar, dass ich dies alles noch lange nicht erreicht habe und ich noch nicht am Ziel bin. Doch ich setze alles daran, es zu ergreifen, weil ich von Jesus Christus ergriffen bin. Wie gesagt, meine lieben Brüder und Schwestern, ich weiß genau, noch bin ich nicht am Ziel angekommen, aber eins steht fest. Unterstreicht euch das. Eines steht fest. Paulus war fokussiert. Er wusste, warum er auf der Erde war und fasste es als eines zusammen. Aber eines steht fest. Ich will vergessen, was hinter mir liegt und schaue nur noch auf das Ziel vor mir. Er hat dieses Bild vor Augen. Stellt euch einen Läufer vor, der alles daran setzt, das Ziel zu erreichen. Ich kann nicht in die Zukunft laufen, wenn ich auf die Vergangenheit schaue. Deshalb schaue ich auf das Ziel. Ich sage nicht, dass ich es schon ergriffen habe, aber mit aller Kraft laufe ich darauf zu, um den Siegespreis zu gewinnen, das Leben in Gottes Herrlichkeit. Denn dazu hat uns Gott durch Jesus Christus berufen. Die zweite Entscheidung, die ich treffen muss, bedeutet, dass ich mich mit dem Wesentlichen widme, statt den vielen trivialen Dingen. Ich widme mein Leben lieber den wenigen wichtigen Dingen, statt den vielen belanglosen. Seht ihr, eines steht fest. Ich vergesse, was hinter mir liegt und schaue nur noch auf das Ziel vor mir. Zu dieser Herausforderung gehört, vielleicht kennt ihr das, dass ihr zu Neujahr eine Liste von 30 Dingen habt, die ihr verbessern wollt. Da ist diese lange Liste. Wenn ich euch bitten würde, schreibt eine Liste mit allem, was sich im neuen Jahr ändern sollte,
bin ich sicher, dass die Liste bei den meisten sehr lang wäre. Aber das Problem ist, wenn du all das verfolgen willst, wirst du nichts davon schaffen. Dann kommst du auf keinem Gebiet weiter, wenn du versuchst, so vieles auf einmal zu ändern. Zur geistlichen Reise gehört es also, zu entscheiden, auf welche wichtigen Dinge Gott seine Finger legt und sagt, auf diesem Gebiet deines Lebens möchte ich wirklich Veränderungen an dir sehen. Einer meiner Mentoren, er heißt John Wister, hat mir eine Geschichte erzählt. Er war nach Russland gegangen, um eine Gemeinde zu gründen. Er erzählte, wie er über die gute Nachricht sprach und ein Mann zum Glauben an Jesus kam. Dieser Mann war Raucher. Wo er auch hinging, rauchte er. Überall. Wenn er zum Gottesdienst kam, machte er seine Zigarette direkt davor aus. Alle Leute in der Gemeinde wünschten sich, dass er mit dem Rauchen aufhört. Sie bedrängten ihn ständig. Gott möchte, dass du mit dem Rauchen aufhörst. Und als dieser Mann bei meinem Mentor John zum Gespräch war, sagte er, ich weiß, dass mir jeder sagt, ich soll mit dem Rauchen aufhören, aber ich habe das Gefühl, dass Gott mir sagt, dass ich aufhören muss zu fluchen. Er sagte, ich fluche die ganze Zeit, ich muss mir diese üble Sprache abgewöhnen. Nun, sicher hat Gott an irgendeinem Punkt mit ihm daran gearbeitet, aber Gott arbeitet anders. Sein Heiliger Geist ist gnädig mit uns. Manchmal versucht jemand uns zu überzeugen, dass wir etwas Bestimmtes ändern sollen, aber Gottes Geist ist schon an etwas ganz anderem am Werk. Es gibt ein paar ganz wichtige Dinge und wenn du auf Gottes Stimme hörst, sagt er, dieses Jahr möchte ich, dass du auf diesem Gebiet Fortschritte machst. Zu welchem Gebiet deines Lebens sagt Gott, ich möchte, dass du dich dieses Jahr darauf konzentrierst? Manchmal können Menschen ein einziges Wort nennen, auf das sie sich fokussieren wollen. Hinterfrage im Gebet, wo möchte Gott, dass ich in diesem Jahr wachse? Das ist die Frage, welche eine Sache würde alles besser machen, wenn sie besser wäre? Welches Gebiet deines Lebens würde alles verändern, wenn es sich verändern würde? Wenn wir uns darüber klar werden, können wir dem unsere Energie schenken. Vielleicht müssen sich 10 Dinge ändern, aber manchmal, wenn man sich eine Zeit lang nur auf eine Sache konzentrieren kann, dann verbessern sich auch die 9 anderen mit der Zeit. Konzentriere dich auf diese eine Sache. Ich liebe es, wie Paulus in Vers 15 und 16 schreibt. Man kann direkt fühlen, wie Frecher in Philipper 3, Vers 15 sagt, und zu allen Vollkommenen sage ich, lasst uns das bedenken. Damit sagt er doch, ich habe Recht und ihr habt Unrecht. Doch wenn ihr in irgendeinem Punkt anderer Meinung seid, wird Gott euch auch darüber Klarheit geben. Auf jeden Fall sollen wir festhalten, was wir schon erreicht haben. Ist es nicht großartig, wie uns da seine Persönlichkeit in der Bibel begegnet? Die Bibel ist Wahrheit durch Persönlichkeit. Paulus sagt, hey, ich habe Recht. Ihr solltet Fortschritte machen. Versucht so zu leben. Wenn ihr das nicht so seht, dann irrt ihr euch. Und Gott wird euch zeigen, dass ihr euch irrt. Und erst dann lasst uns festhalten, was wir erreicht haben. Was Paulus hier sagt, ist brillant. Er sagt, dass es im Leben Gebiete gibt, auf denen wir festhalten müssen, was wir erreicht haben. Er sagt, dass es Gebiete gibt, auf denen wir schon einiges erreicht haben. Das sollen wir festhalten. Du hast einiges erreicht, aber du wirst keine Fortschritte machen, solange du dich nur auf dieses Gebiet konzentrierst. Manchmal muss man ein Gebiet instand halten, während man auf einem anderen Gebiet Fortschritte macht. Vielleicht gibt es ein Gebiet, bei dem du dich fragst, was sagt Gott dazu? Und er sagt, halte fest, was du erreicht hast und konzentriere dich auf ein anderes Gebiet. Und wenn du darüber betest, wird dir der Heilige Geist Klarheit schenken. Was ist die eine Sache, die, wenn du dich auf dieses Jahr darauf konzentrierst, alles besser oder anders macht? Der dritte Punkt, den ich heute machen möchte, ist, wenn es darum geht, eine bessere Vision zu bekommen, konzentriere dich auf den machbaren Gewinn und nicht auf die unüberwindbare Kluft. Konzentriere dich auf den machbaren Gewinn und nicht auf die unüberwindbare Kluft. Und wenn du in den Spiegel schaust, dann, ja, ich weiß, manche sehen in den Spiegeln und sehen etwas Großartiges. Aber die meisten von uns, wenn sie in den Spiegel sehen, denken über ihr Leben nach. Ich persönlich sehe alles, vielleicht auch nicht alles, aber ich sehe vieles, was kaputt ist. Ich sehe Dinge an mir, die nicht so sind, wie sie sein sollten. Ich sehe die Dinge, die sich ändern müssen. Dabei kann es passieren, dass wir wirklich entmutigt werden durch unseren Zustand. Kennt ihr das? Dann denkt man, ich sollte schon weiter sein. Ich sollte viel geduldiger sein. Ich sollte in meinen Beziehungen viel mehr Fortschritte gemacht haben. Ich sollte im Beruf weiter sein. Und es kann passieren, dass die Stimme des Feindes, die Stimme der Entmutigung,
sich so sehr auf die Kluft zwischen deinem Zustand und dem, wie Gott dich haben will, konzentriert, dass es dich lähmt. Aber es macht einen Unterschied, wenn wir innehalten und uns fragen, okay, wie weit hat uns Gott schon gebracht? Wenn ich ein Jahr, 5 Jahre oder 10 Jahre zurückgehe und mich selbst anschaue, hat Gott große Dinge in meinem Leben getan. Er hat mich verändert. Und wenn ich im Rückspiegel seine Treue sehe, wie er mir in dieser Zeit geholfen hat, verändert sich mein Fokus. Was habe ich in der Vergangenheit gewonnen? Und dann, was ist realistisch in diesem Jahr machbar? Für mich persönlich habe ich festgestellt, in meinem Leben, im Beruf, in der Familie oder in meinem persönlichen Leben kann ich gewöhnlich auf 3 Gebieten innerhalb eines Vierteljahres weiterkommen. Ich kann 3 wichtige Dinge schaffen. Also lebe ich nach dem Akronym RPMS, BKSG, das steht für Beziehung, Körper, Seele und Geist. Und ich frage mich, wie kann ich Fortschritte in diesen Gebieten machen? Und für eine kurze Zeit, zum Beispiel für 3 Monate, wie kann ich da Fortschritte machen? Vielleicht gibt es eine lange Liste an Dingen, die du ändern solltest. Vielleicht habe ich eine wirklich lange Liste, wie ich mich ändern möchte. Aber ich kann mich für eine bestimmte Zeit auf die Dinge konzentrieren, die ich wirklich machen kann, wo ich wirklich Fortschritte erzielen kann. Und wenn ich Fortschritte gemacht habe, ist da Freude. Wenn du dich abends ins Bett legst und denkst, worin habe ich heute Fortschritte gemacht? Siehst du, der Feind wird dir die Lüge eingeben, du hättest perfekt sein müssen. Er wird dir vor Augen halten, wo du gescheitert bist. Aber Gott möchte dir Bilder vor Augen halten, die dir zeigen, wo du mit seiner Hilfe Fortschritte gemacht hast. Ich gebe euch ein konkretes Beispiel. Wir haben so viele unglaubliche Menschen, die sich für die nächste Generation hier in Saddleback investieren. So viele, so viele. Ihr dürft für sie klatschen. Und jedes meiner Kinder hat jemanden, der sich in eine Kleingruppe investiert. Wir haben Kleingruppen für Kinder, für Schüler. Und tausende Freiwilliger, die in ihr Leben investieren. Letzte Woche hatten die Kinder hier in der Gegend schulfrei und der Kleingruppenleiter von meinem Sohn, er heißt Alan Goldberg, er hat mir erlaubt, das zu erzählen, hat sich an einem Nachmittag mit seiner Kleingruppe getroffen und hat sich einen ganzen Nachmittag für diese Teenager Zeit genommen. Er hat Spiele für sie geplant, sie haben Basketball miteinander gespielt. Jeden Mittwochabend treffen sie sich bei ihm zu Hause. An einem Abend habe ich meine Elternpflichten aber durcheinander gebracht und ich platzte mitten in die Kleingruppe, um meinen Sohn abzuholen. Aber sie sagten, du bist zu früh. Ich gebe zu, ich brauche Organisationshilfe. Tut mir leid. Aber Alan ist so treu in seinem Engagement für die nächste Generation. Und ich hatte so einen Gedanken. Ich habe über Alan nachgedacht. Ich persönlich bin sehr dankbar für Menschen wie ihn, die sich für die nächste Generation investieren. Und ich fragte mich, ob Alan abends, wenn er ins Bett geht, denkt, das war ein guter Tag. Gott hat mich heute gebraucht. Und ich frage mich, ob ihr, wie Alan, manchmal Gutes tut, abends ins Bett geht und nur die Dinge seht, die nicht so sind, wie sie sein sollten. Ihr könnt die Stimme Gottes nicht hören, die sagt, gut gemacht. Das hast du gut gemacht. Du hast heute in das Leben von 12 verrückten 16-Jährigen investiert. Und manche von ihnen werden sich wegen deiner Treue auf ewig verändern. Die Stimme der Ermutigung, die sagt, dass ich meine Energie für ein machbares Ziel einsetzen kann, verändert meine Perspektive. Dann bist du ermutigt und denkst, oh, ich habe heute Fortschritte gemacht, also werde ich auch morgen Fortschritte machen. Ich bin noch nicht da, wo ich sein werde. Ich bin keine vollkommene Version meiner selbst, aber durch Gottes Gnade werde ich besser. Könnt ihr mir folgen? Es ist so wichtig, sich auf das Machbare zu konzentrieren, es aufzuschreiben und auf das letzte Jahr zurückzuschauen und zu sehen, wo Gott dir geholfen hat, Fortschritte zu machen. Lass dich davon ermutigen, damit du siehst, dass Gott bei dir ist. Er wirkt in deinem Leben und er segnet dich. Ich will mich auf machbare Ziele konzentrieren. Das gibt mir eine klare Vision. Es hilft mir, hoffnungsvoll in die Zukunft zu sehen und in das einzutreten, was Gott für mich vorbereitet hat. Ein letzter Punkt. Die Frage ist, für diejenigen, die sich Notizen gemacht haben und später denken, dass dies keine perfekte Predigt war, wo kann ich in den nächsten 3 Monaten Fortschritte machen? Das ist meine Frage, über die ihr nachdenken könnt. Aber ich möchte mit einem ganz wichtigen Punkt zum Schluss kommen.
Als ich diese Woche für euch gebetet habe, hatte ich das Gefühl, dass Gott wirklich zu mir sprach. Beim Blick auf eine bessere Vision ist es wichtig, sich auf die strahlende Zukunft statt auf die unveränderliche Vergangenheit zu konzentrieren. Auf die strahlende Zukunft statt auf die unveränderliche Vergangenheit zu schauen. Jemand erzählte mir einmal von diesem Bild. Wenn man ein Auto ansieht und über die Windschutzscheibe nachdenkt und über ihre Größe. In der Mitte der Windschutzscheibe ist dieses kleine Ding, wie heißt das nochmal, der Rückspiegel. Was wäre, wenn der Rückspiegel genauso groß wäre wie die Windschutzscheibe und die Windschutzscheibe so klein wie der Rückspiegel? Könnt ihr euch vorstellen, so ganz angestrengt nach vorne in eure Zukunft vor euch zu spähen? Und dennoch, so viele Menschen leben so ihr Leben mit einem riesigen Rückspiegel in die Vergangenheit und einem winzigen Blick in die Zukunft. Das beschränkt die Möglichkeiten. Und wenn Gott die Windschutzscheibe aufreißt und uns sehen lässt, was mit seiner Hilfe möglich ist, treten wir mit so viel mehr Klarheit der Zukunft entgegen. Und Paulus sagt uns, ich möchte auf den Vers zurückkommen, in dem Paulus sagt, eins steht fest, ich vergesse, was hinter mir liegt und schaue auf das, was vor mir liegt. Das heißt nicht, dass ich nichts daraus gelernt habe, es heißt nicht, dass ich Gott mich nicht verändern lasse, aber es heißt, dass der Fokus meines Lebens nicht hinter mir, sondern vor mir liegt. Mit aller Kraft laufe ich darauf zu, um den Siegespreis zu gewinnen, das Leben in Gottes Herrlichkeit. Denn dazu hat uns Gott durch Jesus Christus berufen. Ein Anliegen für uns als Gemeinde ist es, dass Gott 42 Jahre lang so treu war. Er hat so viel Großartiges getan. Aber ein Teil von mir ist beunruhigt, weil es sein kann, dass wir uns zu sehr darauf fokussieren, wie wunderbar es 42 Jahre lang war, dass wir das Gespür für die Dringlichkeit verlieren, für das, was vor uns liegt, was Gott von uns in der Zukunft erwartet. Denn wenn Gott auf Südkalifornien blickt mit 23,24 Millionen, von denen über 90% Jesus nicht kennen und keine Beziehung zu ihm haben, und wenn Gott auf unsere internationalen Campusse schaut mit all den Millionen, die sie umgeben, dann gibt es so viele Gelegenheiten, in dem hängen zu bleiben, was war. Wir sind so dankbar für das Fundament. Wir sind so dankbar für unsere Vergangenheit. Wir sind so dankbar für jeden, der Opfer gebracht hat, um uns so weit zu bringen. Aber Gott hat eine neue Zeit für dich und für uns, die eine neue Vision erfordert, die uns neue Opfer abverlangt, die mutigeren Glauben fordert, um in diese Zukunft einzutreten, zu glauben, dass das Beste, das Gott für mich hat, das Beste, was Gott für dich hat, das Beste, das Gott für uns als Gemeinde hat, noch vor uns liegt. Ein Problem, wenn es um unser Glauben geht, ist unser beschränkter Blick auf die Vergangenheit. Wir sehen nur, was nicht richtig ist, was nicht so lief, wie es sollte. Manchmal werden wir wirklich entmutigt. Ich habe das Gefühl, Gott will uns heute durch zwei Verse etwas sagen. Hört sie euch an und schreibt sie euch auf. Psalm 23, Vers 6. Dieser Vers ist so wichtig. Wenn du also in die Zukunft schaust und deinen kleinen Rückspiegel hast, vielleicht kannst du dir diesen kleinen Vers sogar an deinen Rückspiegel im Auto heften. Aber mach keinen Unfall damit. Dieser kleine Vers, wenn ihr durch diesen auf eure Vergangenheit schauen könntet, heißt Psalm 23, Vers 6. Deine Güte und Liebe begleiten mich Tag für Tag. In deinem Haus darf ich bleiben mein Leben lang. Der Psalmist sagt hier, dass auf deiner Reise durch das Leben, wo auch immer du warst, Gott bei dir war. Güte und Barmherzigkeit sind dir dein ganzes Leben lang gefolgt. Das gibt dir die Zuversicht, dass der Gott des Universums keine abstrakte Idee ist. Er ist eine nahe und gegenwärtige Kraft in deinem Leben. Der Heilige Geist ist am Werk. Die Güte und Barmherzigkeit Gottes folgten dir, als du am tiefsten Punkt deiner Sucht warst. Die Barmherzigkeit Gottes war bei dir in der Gefängniszelle. Die Barmherzigkeit Gottes war bei dir, als du daran dachtest, dir das Leben zu nehmen. Er ging dir nach und gab dich an keinem Punkt deiner Reise auf, weil er dich liebt und für dich sorgt. Wenn du also auf deine Zukunft blickst und die Güte und Barmherzigkeit Gottes im Rückspiegel siehst, aber durch die Windschutzscheibe, 5. Mose 31, Vers 8, sagt im Blick auf die Zukunft, der Herr selbst zieht vor dir her, er ist mit dir. Er lässt dich nicht fallen und verlässt dich nicht. Und beim Blick aufs neue Jahr, du sollst dich nicht fürchten und keine Angst haben. Du kannst zuversichtlich sein, dass er vorausgeht.
Seine Gunst lag dein Leben lang auf dir und in der Zukunft geht er dir voraus. Er bereitet, wie es der Psalmist sagt, ein Fest für dich im Angesicht deiner Feinde und du kannst zuversichtlich in die Zukunft schauen. Ich glaube von ganzem Herzen, als ich heute für euch gebetet habe, dass Gott möchte, dass ihr das heute hört, weil es einigen von euch heute an Glauben mangelt, weil nach eurem Verständnis von Gott ihr das Gefühl habt, dass er euch verlassen hat, dass er euch aufgegeben hat. Vielleicht betest du seit einiger Zeit auf einem bestimmten Gebet um Veränderungen und einen Durchbruch. Heute ist der Tag, an dem du glauben sollst, dass Gott dir alle Tage deines Lebens nachgegangen ist und schon die Zukunft für dich vorbereitet. Er arbeitet schon an 2023 bis zum Ende des Jahres. Also in diesem Moment kannst du voller Zuversicht aufatmen. Er ist bei dir. Er ist für dich. Seine Güte war jeden Tag deines Lebens bei dir. Ich möchte euch alle an allen Standorten einladen, aufzustehen. Und ich möchte, dass wir zusammen dieses Lied als Deklaration singen. Auf euren Predigtnotizen findet ihr noch ein paar Worte von mir, die ihr später ansingen könnt. Ich möchte euch bitten, Saddleback Church, mit euren Lippen und euren Herzen heute im Angesicht dieses neuen Jahres zu bekennen, dass derselbe treue Gott, der euch bis an diesen Punkt gebracht hat, derselbe Gott ist, wenn ihr auf die Zukunft schaut. Und diese Zuversicht, diese Freude im Wissen, dass Wunder auf euch warten, dass Veränderung in der Zukunft auf euch wartet. Eine bessere Zukunft wartet auf euch, weil Gott schon in eurer Zukunft ist. Ich möchte euch einladen, dieses Lied jetzt von Herzen mitzusingen. Vielleicht bist du hier, obwohl du kein Nachfolger Jesu bist. Diese Worte gelten auch für dich. Gott folgte dir, weil er dich liebt und er möchte, dass du die Fülle seiner Liebe zu dir erfährst. Vater, wir danken dir heute für die wunderschönen Worte dieses Liedes, das aussagt, dass deine Güte mir jeden Tag meines Lebens folgt und dass deine Güte in diesem Moment bei uns ist. Du gehst uns voran und ich bete, dass du uns eine größere, bessere Vision für unsere Zukunft schenkst, weil du schon dort bist. Und Gott, bitte schenk uns die Zuversicht, auch wenn es schmerzhaft ist, wenn es hart ist, wenn wir Verlust erleben, wenn es Schwierigkeiten gibt, auch wenn manche an Krebs gekettet sind oder an Umstände, die ihr Leben zu untergraben scheinen. Schenk uns Zuversicht, dass du größer bist. Ich bete für unsere Gemeinde, dass die Worte von Paulus, ich will Christus und die Kraft seiner Auferstehung kennenlernen, selbst wenn es bedeutet, dass ich leiden muss, selbst wenn es hart kommt und schwierig wird, dass dies das ist, was ich mehr als alles andere will. Gott, das ist heute das Gebet unserer Gemeinde, unserer Herzen, dass wir sagen, wir wollen mehr von dir in der Zukunft, mehr von deiner Macht und deiner Gegenwart in unserem Leben, damit wir in die Fülle dessen eintreten, was du für uns vorbereitet hast. In Jesu Namen. Amen. Amen. Your ear is listening. I'm safe in your love. Your army of angels watch over me. You're always present. Your favor has followed, you're my covering. I have never walked alone, I've never been abandoned. You are my inheritance, you are my strength and shield, and I have confidence. You go before me, you're my in you.
Hallo Pastor Toni hier nochmal und was für eine tolle Zeit des Lobpreises, was für eine wundervolle Predigt von Pastor Andy. Und ich bin sehr gespannt, was diese Predigtreihe besser mit uns, in uns und durch uns bewirken wird in den kommenden Wochen. Also schalte gerne nächste Woche wieder ein oder noch besser, komm doch persönlich vor Ort vorbei zu unserem Gottesdienst vor Ort, 11 Uhr sonntags bei Colonia Nova in Berlin-Neukölln. Ich möchte dich auch gerne einladen, unsere Online-Kontaktkarte auf unserer Webseite celebrate.berlin auszufüllen. Da kannst du alles Mögliche mitmachen. Sag uns gerne, wie wir für dich beten können, wie wir dich auf deinem Weg mit Jesus unterstützen können. Da kannst du deine Fragen stellen, Feedback geben und so weiter. Also schau dir das gerne mal an. Am Ende eines jedes Gottesdienstes wollen wir Gott auch gerne preisen durch unsere Gaben. Und du kannst das gerne tun, indem du bei uns auf der Webseite celebrate.berlin auf den Geben-Button drückst und dann findest du Informationen, wie du an unsere Kirche auch geben kannst. Da möchte ich dir gleich sagen, die Bibel sagt uns, dass wenn wir geben, dann sollen wir das immer freiwillig und voller Freude tun. Wenn du
dich also irgendwie gezwungen fühlst, das zu geben oder das nicht mit Freude machst, dann ja, fühl dich bitte nicht gezwungen, das zu tun, sondern tu das immer mit einem freudigen Herzen. Und nun, Männer dieses Gottesdienstes, lass mich noch für euch beten. Herr, ich danke dir für alle Leute, die jetzt hier gewesen sind bei unserem Online-Gottesdienst. Und ich möchte sie segnen. Ich möchte, dass du sie segnest, sodass sie deine Gnade, deine Liebe und auch die Gegenwart des Heiligen Geistes in dieser kommenden Woche spüren können. Dass sie spüren können, dass du immer mit jedem Schritt bei ihnen bist. Und ich bete das in deinem Namen, Jesus. Amen. Amen. Ich hoffe, euch nächste Woche wiederzusehen, hier online oder vor Ort bei Kolonien Nova. Ciao.